Also, hallo zusammen. Also, mein Name ist, wie schon gesagt, Sarah Hoffmann. Ich bin jetzt langjährige OSM-Hopper und hauptsächlich in der Schweiz. Eine oder andere kennt mich vielleicht auch von der Wander- und Radtourenkappe. Und was ich also außerdem noch mache, ist, mich um diese kleine Maschine zu kümmern. Das ist einer der offiziellen OSM-Server, nennt sich Folgi. Und, wie schon gesagt, er beherbergt also die Suche. Offizielle Suche, also, glaube ich, brauche ich nicht zu erklären, ist also das kleine Feld, wo man dann entsprechend den Namen eingeben kann und hoffentlich die richtigen Ergebnisse zurückkommt. Hinter der ganzen Sache steht also eine Software namens Nominatum. Und vermutlich haben die einen oder anderen den Namen schon gehört. Ja. Wie das Ganze funktioniert, ist dann doch immer ein bisschen eine Blackbox. Also man hört oft mal den Begriff schwarze Magie. Und das möchte ich heute ein bisschen ausräumen. Ich werde also kurz mal ein bisschen was dazu sagen, was es heißt, für OSM Geocoder zu sein, erklären, wie die Datenbank von Nominatum aufgebaut ist und wie die Daten da eigentlich reinkommen und dann auch kurz einen Überblick geben, wie dann eigentlich die Suche funktioniert. Also kurz zu der Suchfunktion, die gibt es also schon relativ lange. Die erste Suchbox ist um 2007 aufgetaucht mit einer Suchmaschine namens Namefinder, wurde von David Earl geschrieben. Die ist aber relativ schnell mit dem Wachstum des Planeten nicht zurechtgekommen und deswegen hat 2009 Brian Quinion einen komplett neuen Geocoder geschrieben an einen dieser berühmten London Hack Weekends. Der ist seit 2010 offizielle Suchmaschine auf OSM, hat dann aber auch relativ schnell Hardwareprobleme gekriegt, sodass wir die Hardware nochmal austauschen mussten. Und seit 2012 ist also Poldi dafür zuständig, die Maschine, die ihr vorher gesehen habt. Was heißt es also für OSM, Geocoder zu sein? Also was man auf jeden Fall haben muss, ist eine freie Textsuche auf weltweiten Daten. Was bedeutet, dass man im Prinzip so ziemlich alles gekriegt an Formaten, was man sich vorstellen kann. Also es geht vom einfachen Ortssuche los bis zu vollständigen Adressen. Und hier hat man natürlich das Problem, also wir haben immer eine Vorstellung, wie eine Adresse aussehen muss, aber das ist in jedem Land anders und man muss da ein relativ breites Format abdecken. Das gleiche Problem ist natürlich mit den OSM-Daten. In normalen Geocoding-Datenbanken hat man irgendwann mal ein fixes Format. In OSM passiert es natürlich, wenn man ein anderes Adressformat hat, macht man ein anderes Tagging-Schema und das muss man auch alles unterstützen können. Weltweit hat natürlich auch das Problem, dass wir relativ viele Objekte haben. Zurzeit sind also 120 Millionen Objekte indiziert, die gesucht werden können. Wir haben etwa 1 Terabyte Daten, davon ist aber 1/3 Hausnummern in Amerika, die wir importiert haben. Und was da noch zu sagen ist, wir müssen natürlich auch minütliche Updates machen, weil der Mapper von heutzutage ist ja ungeduldig, möchte also seine Daten hochladen und gleich suchen können. Und von den 1 Terabyte Daten, die wir haben, ist es also so, dass, wie gesagt, 1/3 sind die Hausnummern, 1/3 sind tatsächlich Suchdaten und 1/3 wird nur dazu gebraucht, um die Daten aktuell halten zu können. Das ist einfach, damit ihr mal eine Vorstellung bekommt, was da eigentlich dahinter steckt. Das letzte Problem ist, dass der relativ hohe Durchsatz. Wir haben also im Durchschnitt etwa 100 Anfragen pro Sekunde. Zu Spitzenzeiten sind es 120, mehr schafft der Server nicht. Muss man allerdings dazu sagen, dass 90% davon Reverse Geocoding ist. Das heißt also, für eine Koordinate möchte man eine Adresse haben. Es ist ein bisschen leichter als die eigentliche Suche. Wie funktioniert das Ganze also? Wenn man Geocoding machen will, braucht man im Wesentlichen 3 Sachen. Zum einen die Objekte, die man suchen will. Dann braucht man für jedes Objekt eine Adresse, weil das genau das ist, was man benutzt für die Suche. Und natürlich braucht man Suchbegriffe. Man könnte das Ganze zur Laufzeit einfach berechnen, das heißt, wenn die Suchanfrage reinkommt. Es gibt auch einige Geocoder für OSM, die das so machen, aber bei unserem Durchsatz ist das einfach nicht möglich. Das heißt, Nominatum berechnet alle Informationen, die er braucht, jeweils vor. Was genau da passiert, das kann man sich auch im Detail angucken. Auf Nominatums eigener Seite, das ist nominatum.osm.org, gibt es also eine Detailansicht, wo man für jedes Objekt sehen kann, was für Daten gespeichert sind. Also entweder macht man das, indem man auf der Suche auf Detail klickt, oder man kann auch, wie hier gezeigt, direkt für eine OSM-ID die Daten abrufen. Schauen wir uns die Liste im Detail an. Was als allererstes passiert, ist also, dass das Objekt klassifiziert wird. Das entspricht ungefähr dem Haupttag des Objekts. Das heißt, wer Jochens Vortrag gehört hat, kennt das. Also wir haben sowas wie Highway, Railway, Amenity. Es kann natürlich sein, dass ein Objekt
mehrere Haupttags hat und dann wird das Objekt einfach mehrmals in der Nominatim-Datenbank gespeichert. Als nächstes werden die Namen extrahiert und da kann Nominatim so ziemlich alles lesen, was es zurzeit in OSM gibt. Das geht also vom Name über den internationalen Name, Short Name, Official Name, was auch immer. Zusätzlich dazu kann es auch die Sprachvarianten verarbeiten und dann entsprechende Ausgaben lokalisiert machen. Neben den Namen werden auch Referenztags ausgewertet, also REF in verschiedenen Varianten auch. IATA, ICAO sind die Flughafenreferenzen und ein bisschen eigenartig auch das Operator-Tag. Und das ist einfach dazu da, dass man zum Beispiel Shell-Tankstellen in Buxtehude suchen kann. Und da ist oft das Shell als Operator getaggt. Damit haben wir also die Namen. Was jetzt noch wichtig ist, ist der Suchrang, was da so ein bisschen unscheinbar als Rank steht. Das sagt also die regionale Bedeutung des Objektes. Und das ist wichtig dann für die Adressberechnung, das werden wir gleich sehen. Das wird entweder aus dem Admin-Level-Tag extrahiert oder dann jeweils aus der Klasse, da gibt es also eine Heuristik, die zu jeder Klasse den entsprechenden Suchrang dann bestimmt. Dann die Wichtigkeit. Das ist also jetzt nicht die regionale Bedeutung, sondern wie bekannt das Objekt ist. Und was wir dort tun, ist das Objekt mit seinem entsprechenden Wikipedia-Eintrag verknüpfen. Das geht also entweder über den offiziellen Tag oder indem man einfach mit Namen einen entsprechenden Abgleich macht. Und dann schaut, wie wichtig ist der Wikipedia-Eintrag und dann eine Wichtigkeit berechnet. Das heißt, oftmals, wenn man feststellt, dass die Suchreihenfolge der Ergebnisse nicht so richtig stimmt, dann lohnt es sich einfach mal, den Wikipedia-Tag zu ergänzen und das kann oftmals die Suchreihenfolge verändern. Was auch noch interessant ist, ist der Mittelpunkt. Für die meisten Objekte ist das einfach der geometrische Mittelpunkt, aber für Grenzen versuchen wir den Mittelpunkt mit dem entsprechenden Place-Tag zu berechnen, also dem Place-Node zu berechnen. Das heißt, das geht so, wenn in der Relation ein Label-Member getaggt ist, dann wird das verwendet. Wenn es das nicht gibt, dann entsprechend der Admin-Center. Das allerdings nur, wenn es den gleichen Rang hat, einfach um zu verhindern, dass, wenn eine Hauptstadt in der Relation ist, dass die dann als Admin-Center genommen wird, weil das ist meistens nicht richtig. Funktioniert das auch nicht? Versuchen wir, einen Place-Node zu finden, der innerhalb der Grenzen liegt und den gleichen Namen hat. Und falls das auch schief geht, dann wird entsprechend der Mittelpunkt verwendet. Es gibt dann noch ein paar andere Sachen, die jetzt aber nicht so von Bedeutung sind. Okay, nachdem wir also alle Informationen haben, ist der zweite Schritt, die Adresse zu berechnen. Auch das kann man wieder nachschauen in der Detailansicht, also der zweite Teil über Adresse. Und das Erste, was man wissen muss hier, ist, dass für jedes Objekt die Adresse unabhängig berechnet wird. Das passiert einfach, um bei den Adressen, wo man ein bisschen raten muss, ob es richtig ist, dafür zu sorgen, dass die Fehler sich nicht fortpflanzen. Wie funktioniert das also? Zuerst einmal werden alle Kandidaten ermittelt in den Daten, die zu der Adresse gehören könnten. Das ist als allererstes klar bei Grenzrelationen, wenn das Objekt also jeweils in den entsprechenden Grenzen liegt. Dann werden Place-Nodes benutzt und zwar, da wird das Ganze ein bisschen heuristisch, das heißt, wenn sie in einer gewissen Entfernung sind. Und es ist insofern heuristisch, nehmen wir zum Beispiel das Place-State, was also in der Schweiz einen Kanton beschreibt, in den USA beschreibt es den State. Das heißt, ob man da, welche Entfernung man da benutzen kann, das ist immer etwas schwierig. Was außerdem noch hier in Betracht gezogen wird, sind die Is-In- und Adress-Informationen. Und das heißt, man sucht da einfach Objekte, die entsprechend die gleichen Namen haben. Dann für die ganzen Kandidaten muss natürlich gelten, dass sie eine höhere regionale Bedeutung haben, klar, wie das in der Adresse ist, das heißt, einen kleineren Suchrang. Schauen wir uns das an einem Beispiel an. Das ist also Blumenrhein, das ist eine Straße in Zollikon an der Südgrenze zu Zürich. Die Schweiz ist nicht wirklich interessant für die Adressberechnung, weil wir haben alle Grenzen importiert, das heißt, man kann ziemlich genau die Adresse ermitteln, sieht man hier auch, es geht wunderschön, also Zollikon, Bezirk Meilen, Zürich, Schweiz, wie man das erwarten könnte. Und einen Fall haben wir auch, wo also ein Place-Node in Betracht gezogen wurde, weil die Stadtteile in der Schweiz noch nicht ganz mit Grenzen gemappt sind. Das ist also Tiefenbrunn, sehen wir in der Karte, das wird also auch erstmal mit einbezogen als Kandidat. Wer genau hinschaut, wird auf der Karte sehen, dass es noch einen zweiten Stadtteil gibt, namens Weineck, und der aber in der Liste nicht auftaucht. Und das liegt einfach daran, dass für Weineck schon eine Grenze existiert.
entsprechend der PLACE-Node mit der Grenze in Verbindung gebracht wurde. Und dann nehmen wir einfach an, okay, die Grenze ist das genauere, das heißt, diese PLACE-Nodes werden rausgeworfen. Wenn wir dann alle Kandidaten haben, hat man natürlich unter Umständen zu viel. Und was dann einfach passiert ist, dass der für jeden Rang, den wir vorher bestimmt haben, wird der am besten passende Kandidat verwendet. Das wäre also, wenn die Grenzen da sind, werden natürlich die Grenzen verwendet. Ansonsten werden auch ISIN und Adresstags in Betracht gezogen und wenn alles das nicht funktioniert, einfach der nächste PLACE-Node genommen. Die Besonderheit dabei ist, dass die PLACE-Nodes irgendwie in die Hierarchie passen müssen. Das heißt, unser Beispiel Tiefenbrunnen, was wir gerade hatten, hat der Algorithmus also festgestellt, okay, es ist in Zollikon die Blumenrheinstraße und dann der nächste Level Tiefenbrunnen ist außerhalb von Zollikon. Das heißt, das kann nicht funktionieren und damit wird der als Kandidat herausgenommen. Die finale Adresse ist also wirklich Zollikon, Meilen, Zürich, Schweiz. Und das kann man hier also sehr gut sehen. Die grauen sind diejenigen, die dann rausgeworfen wurden als Kandidat und die schwarzen diejenigen, die die finale Adresse bilden. Einen Sonderfall gibt es für alle Objekte, die kleiner sind als Straßenlevel, also hauptsächlich Hausnummern und POIs. Da wird die Adresse nicht extra berechnet, einfach weil es zu aufwendig ist. Also wir haben irgendwie 50 Millionen Hausnummern inzwischen in der Datenbank. Und dort wird einfach die Adresse eines Elternobjektes genommen. Im Allgemeinen ist das die Straße und die kann also entweder aus einer Associated Street Relation benutzt werden. Adressinterpolation funktionieren da auch, das wird auch benutzt. Man kann die Straße explizit angeben mit dem Adress Street Tag oder wenn das nicht funktioniert, wird einfach die nächste Straße, die er findet, benutzt. Eine Besonderheit gibt es seit kurzem, dass man auch Adressen eintragen kann, die keine Straße haben. Und dazu gibt es also das Adress Place Tag. Dann wird also einfach ein Elternobjekt gesucht, was einen höheren Rang hat, also irgendwie ein Village oder was auch immer. Okay, damit haben wir also alle Adressen für alle Objekte. Und der nächste Teil ist die Suchbegriffe anlegen für die eigentliche Suche. Und der Suchindex von Nominatim ist relativ einfach aufgebaut. Der hat nämlich genau zwei Listen oder um genau zu sein, zwei Sammlungen. Einmal für den Namen und einmal für die Adresse. Das heißt, der Name enthält also alle Name-Tags, die es gibt. In unserem Beispiel Blumenrhein wäre das nur Blumenrhein. Und die Adresstoken enthalten also die Namen von allen möglichen Adresskandidaten, also auch die wir rausgeworfen haben, einfach um ein bisschen fuzzy Suche zu erlauben. Adress-Tags und auch Postleitzahlen. Also hier im Beispiel sieht man auch wieder also Tiefenbrunnen, Zollikon, Bezirk Meilen, das kommt alles einfach in die Liste. Bevor das Ganze gespeichert wird, wird das noch ein ganz klein wenig normalisiert. Das ist aber jetzt nichts, was eine wirkliche Fuzzy-Suche erlaubt oder eine Suche, die rechtschreibtolerant ist, sondern es wird einfach Groß-Kleinschreibung entfernt, nicht-lateinische Sprachen werden transkribiert und was gemacht wird, ist, häufige Abkürzungen werden zusammengekürzt. Also Straße wird in ST verwandelt, Platz in PL und so weiter, dass man einfach bei der Suche also jeweils mit den geläufigen Abkürzungen suchen kann. Es ist immer ein bisschen kritisch, weil wir das natürlich für alle Sprachen der Welt machen müssen. Das heißt, es gibt da ab und zu Überlappungen, die die Suche manchmal etwas eigenartig machen. Außerdem werden auch Teilnamen gespeichert. Einfach, dass man also nicht die Technische Hochschule Rapperswil suchen muss, sondern einfach Hochschule Rapperswil, das wird da auch funktionieren. Damit ist also klar, wie der Suchindex funktioniert. Und wir können schauen, wie die Suche dann darauf funktioniert. Was wir also wissen ist, wir haben einen Index mit Namen und Adressen. Das heißt, wenn eine Suchanfrage kommt, muss man sie einfach nur in den Namensteil zerlegen, in den Adressteil und dann entsprechend die Begriffe, die man darin findet, im Index suchen und die entsprechenden Objekte, die darauf komplett mappen, wieder ausgeben. Es ist natürlich in der Realität nicht ganz so leicht. Weil wenn man eine beliebige Suche hat, dann gibt es natürlich mehrere Zerlegungen. Und da wendet Nominatim einige Heuristiken an, um die wahrscheinlichste Zerlegung zu finden und damit auch das richtige Suchergebnis. Also das Erste, was passiert, ist, dass wir annehmen, okay, Kommas trennen immer Adressbestandteile. Das heißt, es ist nicht möglich, Namen zu suchen, die Kommas enthalten. Es macht aber einfach die Endergebnisse etwas kleiner. Außerdem ist die andere Annahme, dass
eine Adresse immer entweder aus einem Namen und einer Adresse besteht oder andersrum. Ursprünglich war es nur Name und Adresse, aber dann hat man schnell festgestellt, zum Beispiel in Deutschland ist es doch recht üblich, vom Land hinunterzugehen bis auf die Hausnummer. Und um das zu unterstützen, gehen jetzt also beide Richtungen. Zusätzlich dazu gibt es noch eine Sonderbehandlung für Hausnummern, Ländernamen und so weiter. Das ist auch hauptsächlich, um ein paar Heuristiken zu machen, was eigentlich gemeint wurde. Und auch im Index das leichter zu finden. Also ich habe hier ein Beispiel aufgeschrieben, die Etzelstraße 32 in Pfäffikon, was da also passieren würde. Erstmal wird das Ganze normalisiert, wie auch vorher schon für die Datenbank. Das heißt, wir sehen also, es wird Pfäffikon drauf und Straße wird in ST umgewandelt. Und dann gibt es im Wesentlichen vier Ergebnisse. Also einmal, dass Etzel als Name genommen wird und dann Straße 32 Pfäffikon Schwyz als Adresse. Dann, dass Etzelstraße benutzt wird und der Rest als Adresse. Und wenn man annimmt, dass das Ganze vielleicht auch andersrum sein könnte, für uns ist es klar, dass SZ, also Schwyz, etwas Höheres ist, aber für den Computer natürlich nicht. Das heißt, wir haben noch zwei weitere Varianten. Das ist, dass Schwyz der gesuchte Name ist und der Rest die Adresse. Und das ist außerdem also die Frage, ob Etzel und Straße noch zwei Teile sind. Als nächstes haben wir also verschiedene Kandidaten, wie die Zerlegung ist. Wird das Ganze eins nach dem anderen an die Datenbank gesendet. Das heißt, die Liste, man verwendet ein paar Heuristiken, welche man zuerst sendet. Das ist hauptsächlich, dass man möglichst wenig Zerlegung macht. Also man nimmt an, dass wirklich die Kommas die Teile komplett trennen. Man versucht eine vollständige Übereinstimmung, also weniger nach Teilnamen zu suchen, sondern eher nach vollen Namen. Und diese einzelnen Anfragen werden also an die Datenbank gesendet, bis die erste Anfrage ein gutes Ergebnis liefert. Beziehungsweise bis wir sagen, okay, jetzt ist genug, jetzt wahrscheinlich ist das in der Datenbank nicht vorhanden. Das macht die Suche ein bisschen effizienter, hat aber den Nachteil, dass zum Beispiel gerade bei partiellen Matches die Suche oftmals abgebrochen wird, bevor der richtige Teil gefunden wurde. Also wir hatten jetzt wieder einen Fall mit Rothenburg ob der Tauber, das niemals gefunden wird, weil es einfach zu viele Rothenburgs gibt, wenn man also nach Rothenburg sucht und in der OSM nur Rothenburg ob der Tauber drin war. Was man da machen kann, ist, wenn es solche üblichen Abkürzungen gibt, das einfach als zusätzlich als Shortname oder Localname eintragen in die OSM-Datenbank und dann weiß Nominatim, dass es dann entsprechend auch unter diesem Namen suchen sollte. Okay, somit haben wir dann also die OSM-Objekte, die der Suche entsprechen. Und jetzt müssen die natürlich noch aufbereitet werden und zurückgegeben werden. Hier ist natürlich dann auch wichtig, dass man die entsprechend nach Wichtigkeit ordnet. Und da kommt jetzt genau wieder der Wikipedia-Einträge, was ich am Anfang erwähnt hatte, ins Spiel. Das heißt, das Allerwichtigste ist die Bekanntheit des Objektes, wenn die neu geordnet werden. Außerdem wird noch in Betracht gezogen, ob wie der letztendliche Name, wie gut der zu der Anfrage passt. Da kann man also ein paar Sachen ausschließen, die durch die Normalisierung schiefgegangen sind oder nicht funktioniert haben. Und was, wenn man von OSM aussucht, auch noch in Betracht gezogen wird, ist, in welchem Kartenausschnitt man sich befand. Wie gesagt, das Ganze wird dann noch etwas aufbereitet und entsprechend dann an die OSM-Seite geschickt. Das war jetzt also im Schnelldurchlauf ganz grob, wie das Ganze funktioniert. Wie sieht es mit der Zukunft aus? Also wir haben natürlich, es könnte immer besser sein, ist klar. Eine der am häufigsten angefragten Sachen sind Postleitzahlen. Und das ist was, worüber wir nicht so gerne reden, weil das funktioniert nicht wirklich richtig zurzeit. Es gibt also viele Postleitzahlen, die statisch einfach nur in der Datenbank sind, die werden also nicht aktualisiert. Und auch die Postleitzahlen an administrativen Grenzen werden noch nicht richtig ausgewertet. Dann, was auch gerne gefragt wird, sind tolerante Schreibweisen. Da müsste man also die Normalisierung, wie ich sie gerade vorgestellt hatte, nochmal überarbeiten. Ist also auch, es gibt Ideen. Und auch ein wichtiger Punkt ist Adressvorschläge. Das heißt, wenn man was eintippt, dass er schon die ersten Ergebnisse zurückbringt. Wird sicher alles früher oder später kommen. Wir sind aber zurzeit nur zwei Entwickler an der Software. Und da gibt es natürlich Zeitprobleme. Das heißt, wer gerne mitmachen möchte, ist natürlich willkommen.
bringt uns zu dem vierten Punkt, Dokumentation. Davon gibt es noch nicht allzu viel. Ich hoffe, dass die Folien jetzt hier ein bisschen einen Einstieg bieten könnten. Ansonsten sind wir natürlich gerne bereit, Fragen zu beantworten. Das war's von mir soweit. Der Source Code ist natürlich Open Source verfügbar und mehr Informationen finden sich auch im Wiki. Dankeschön, Sarah. Gibt es Fragen? Hallo. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, die Datenbank, die ihr da erzeugt habt, die man ja auch vorhin ausschnittsweise gesehen habt, als Dump auch zur Verfügung zu stellen für Leute, die jetzt diese aufbereitete Art und Weise schon haben möchten oder mehr nachvollziehen wollen, wie Nominatin das Zeug berechnet? Es gab Diskussionen darüber, aber das Problem ist, selbst wenn man nur den Suchteil benutzt, also der Update-Daten wegwirft, ist der Dump immer noch etwa 16 GB groß. Es ist also nicht wirklich was man einfach mal bereitstellen kann. Aber im Prinzip, wenn es da Anfragen gibt, können wir sowas schon machen. Okay. Und die zweite Frage, wie kann ich denn jetzt als, okay, ich bin kein normaler Nutzer, aber als jemand, der von der Technik schon ein bisschen Ahnung hat, debuggen, warum eine gewisse Straße oder Adresse nicht gefunden wird? Gibt es da irgendeine Möglichkeit oder muss ich mich dann einfach an euch wenden? Also die Detaileinsicht, die ich gezeigt habe, die hilft natürlich meistens schon etwas. Man schaut einfach, welche Adressen er benutzt tatsächlich und kann dann oftmals was sehen, aber ansonsten ja, muss man doch schon relativ viel wissen, was intern passiert, welche Heuristiken da benutzt werden. Ich habe ein so ein Problem, bei dem ich mich regelmäßig wundere, das ist Gässchen. Die prinzipiell nicht gefunden werden. Obwohl also mit Ä und dann einem scharfen S. Und die werden eigentlich nie gefunden, die du aber ja eigentlich über die Normalisierung bereinigen würdest. Das sollte eigentlich funktionieren. Also da lohnt es sich eventuell einfach mal einen Bug-Report zu schreiben. Okay. Noch Fragen? Jo, also vielen Dank auch für den Service von Nominatim, das ist wirklich eine coole Sache. Auch wenn man sich das normale Nutzerverhalten anschaut, da ist die Karte, da steht Groß-Berlin und die Leute geben Berlin ein und drücken Enter. Aber ein anderer Punkt, warum wählt ihr die Wichtigkeit aus Wikipedia aus und warum loggt ihr nicht, wie oft wird was angefragt und sortiert selber, weil ich meine, ihr habt da Haufen Anfragen so schon. Also ein Vorteil natürlich, über Wikipedia können wir das statisch machen. Das macht also die ganzen Updates einfacher. Wir haben das noch nicht probiert, was passiert, wenn man tatsächlich die Anfragen selber auswertet. Das Problem ist auch, dass man da im Prinzip ein Feedback braucht. Was haben die User im Endeffekt gewählt? Also wenn jetzt jemand Berlin eintippt und dann 5 Berlins gibt, dann müssen wir halt wissen, dass er das in Deutschland immer gewählt hat und nicht das in den USA. Das heißt, wir bräuchten einen Feedback-Kanal von OSM selber und das haben wir auch noch nicht. Noch Fragen? Habe ich noch eine? Wie kriegt ihr die Wichtigkeit aus der Wikipedia raus? Größe des Artikels einfach, wenn da mehr Buchstaben drin sind, oder? Also da die Details kennt nur Brian zurzeit, aber im Wesentlichen ist das, wie auch Google das macht, also über Link-Count und so weiter. Okay. Gut, dann vielen Dank, Sarah.